Arbeit oder zum Studium bis zum Abend, ja, und bis zur Nacht immer so mit kleinen Beschäftigungen tätig sein kann und das Konzept über das Wesentliche seiner eigenen Sehnsucht verlieren kann. Zum Beispiel, wenn man sehr viele Lesezeichen hat, an Vorräten von Dingen, die es zu bearbeiten gelte, zum Beispiel in Internet, Suchmaschinen, tausende von Ding oder auf der rechten Seite, also so Hotspots, verstehst, dann kann man manchmal ungewollterweise auf Sachen, mit Sachen konfrontiert werden, die man gar nicht will. Zum Beispiel möchte man gar nicht unbedingt von Nordkorea wissen oder sonst irgendetwas oder über das oder das. Und doch kommt plötzlich das Hotspot, das sagt, Deutsche erstochen an italienischer Straße oder sonst was oder Nordkorea und Merkel und Christliche und Minarets. Und dann steht plötzlich skurril. Also skurril, die Bezeichnung skurril ist, dass wenn ein Deutscher mit 7 Messerstichen im Straßengraben als Leiche abgelegt wird und die Fundstelle an der A3, Tatort, ist vielleicht nicht der Tatort, sondern der Fundort der Leiche. Sagen wir so, La Calabria, La Città, Le Città, La Città Cosenza, Le Città del Mano Destro und was weiß ich. Da denkt also so ein geschulter Mensch wie ich, verstehst, der hat dann plötzlich eskaliert. Es kaskadieren sich die Serverlasten. Case Matrix und was weiß ich. Verstehst, skurril würde ich das weniger, also skurril würde ich das weniger bezeichnen. Aber es ist irgendwie die Devastation des Herzens, die solche Dinge als dann eher komisch oder skurril einstuft, verstehst? Was es aber natürlich nicht ist. Zum Beispiel der Begriff Domina wird auch manchmal zweckentfremdet und das Sehnsucht ist auch Heiligtum das, was man Sehnsucht als zu verlieren Geplappere hat, wenn man abgetan, hölzern verstehst? steht oder Und wenn mit dann seinem Kind empfindlich ist, erstochene zum Beispiel das Frauenleichen Paradies, sehr mit wenn Knochen sich verhält, zerbrochen, wenn man sich von verhält, fahrenden Autos in was in das Autostraßen Paradies noch vorher, so wie runtergeworfen es werden, einst war, dann ist da es ja auch in verloren sein soll, Wirklichkeit wenn es dir gold ist, furchtbar tragisch und oder nicht die Freiheit, wenn skurril. man sie verloren hat. Zum Beispiel aus dem Gefangenenlager Nabucco, Gefangenenkorps, Sehnsucht hinter Mauern nach Freiheit. Verstehst, damit man Liebe hat und die Zuneigung und nicht im Exil ist. Also Sehnsucht aus dem mittelhochdeutschen Sehnsucht als Kranke des schmerzlichen Verlangens ist ein inniges Verlangen nach einer Person oder Sache, die man liebt oder begehrt. Sie ist mit dem schmerzlichhaften Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Also dahinsiechen, sich verzehrend, verstehst du, so wie ein Heiliger auf die Majestät Gottes irgendwo zuversichtlich vertraut, aber dennoch, solange er im irischen Kerker ist, nicht bei Gott voll sein kann. Also so ähnlich wie die Geschichte Jesus Christus. Und psychopathologische Züge kann das natürlich in Psychiatrie auch annehmen. Todessehnsucht, Selbstverstümmelung oder Kampfschuster und so weiter, Suizidwunsch, was weiß ich. Also das lächerlich machen oder die sich tot oder dumm stellen oder nicht zuhören wollen und immer spotten, verstehst über Kindermord und so weiter, damit man vielleicht ein paar Schilling verdienen könnte in der Prostitution oder in sehr schlecht gemachten Unfertigkeiten. Verstehst? Dann macht man selbst schlechter die Dinge, als sie sein müssten. Zum Beispiel das älteste Gewerbe der Welt hat ja alles seinen Sinn und niemand möchte, nicht einmal wahrscheinlich eine priesterliche Hoheit, möchte vollständig
kämpfen politisch oder kapitalmäßig, verstehst, und keine einzige Sünde zulassen auf der Welt. Das wäre ja nicht erwartbar, verstehst? Das wäre so etwas wie eine Sehnsucht zu durchsetzen zu wollen, die nicht gestillt werden kann. Deshalb gibt es ja die Priester und die frohe Botschaft, dass sie sagt, weil du eben neigst zu vielen Sehnsüchten, die du ausgewogen eigentlich sollst dir füllen, von der Geschlechtlichkeit bis zum guten Essen, bis zum Lautenspiel. Aber weil da die anderen das auch so begehrt sehen, dieses Begehren und die vielen Bedürfnisse, deshalb wird es zwangsweise irgendwo bei vielen Menschen, wenn sie in Kontakt kommen und in Rivalität geraten, Fehler geben und Sündhaftigkeiten, nämlich Dritte werden immer zu erwarten sein. Aber wenn du einen machst, sollst du wieder nachgiebig sein und sagen, Entschuldigung, ich habe jetzt das und das getan, das hätte eigentlich dir gehört, gib nach. Aber wenn du immer mehr mit Menschenhandel und dann, wenn du den Menschenhandel allein bis in die Unzucht getrieben hast, sodass nichts mehr lebt, dass alte Menschen, die dann zu Millionen zurückbleiben, hochverschuldet und wo keine Heizkosten und nichts mehr, die Kanalisation nicht mehr bezahlt werden kann, in einer großen Stadt, verstehst? Wenn dann Rom oder Venezia oder deutsche Städte herunter zusammenklappen würden, verstehst? Durch die Hurerei und durch die Korruption und die Prostitution und Menschenhandel, dass gar nichts mehr geht. Und wenn du dann ins Blut von Millionen Menschen noch spottest über Kindermord, dann musst du rechnen, dass die anderen wieder sagen, das ist skurril, dass deine Frauenleiche gefunden wird mit 7 Messerstechern und hinuntergetreten wie die Cassandra mit zerbrochenen Knochen im Kanalgitter. Dann wirst du im Himmel dann auch nicht mehr lächerlich sehen, verstehst können vielleicht. Also die Ausgewogenheit der sehnsüchtigen Verlangen des Menschen ist sehr wichtig. Darüber soll man nicht spotten. Sehr ernste Sache.